Aber jetzt erstmal weiter zur SPD und diesem Unterschied eben zwischen Niedersachsen und dem Bund. Fragen jetzt an den Bundestagsfraktionschef Michael Strempel bitte im Hauptstadtstudio. Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD. Wir haben es gerade gesehen, Stefan Weil war das große Zugpferd in Niedersachsen, hat Ihnen auch diesen Wahlsieg beschert. Im Bund ist es genau rumgedreht. Da kriegt Olaf Scholz teilweise schon erschreckende Werte. Fast 2/3 der Menschen sagt, dass sie seiner Führungskraft als Kanzler nicht vertrauen. Was muss Scholz von Weil jetzt lernen? Nun, es ist eben so, dass Stefan Weil ein guter Ministerpräsident ist, weil er auch eine Partei hat an seiner Seite, die ihn sehr stark unterstützt, die aber auch die politischen Inhalte mitprägt. Das ist hier im Bund genau dasselbe. Die Fraktion, aber auch die Partei und auch die Regierungsspitze, Olaf Scholz, wir stehen zusammen. Wir werden auch signalisieren, dass wir diese Krise gemeinsam durchstehen. Wir haben Konzepte, wir haben das in den vergangenen Monaten gezeigt und wir werden das auch in Zukunft tun. Manchmal wird an der Kommunikation etwas herumgemäkelt, aber ich glaube, entscheidend ist, dass die Menschen wissen, man kann sie auf diese Regierung, aber auch diejenigen, die sie tragen, verlassen. Ja, das sagen Sie, aber die Menschen scheinen es noch nicht so zu sehen, was die Bundesregierung angeht. Und Stefan Weil macht es ja vor, wie man Vertrauen irgendwie auch auf eine Person beziehen kann. Warum klappt das so gar nicht im Bund? Nun, ich bin sehr zuversichtlich, dass es bei Olaf Scholz nicht nur in der Vergangenheit geklappt hat, weil er hat ja nun mal eben die Wahl gewonnen, sondern es wird sich auf der Strecke auch zeigen, weil wir machen in der Bundesregierung eine Politik, die natürlich auch Krisenpolitik ist, die sich nicht nur alleine am Koalitionsvertrag abarbeiten kann, sondern die eben auf die aktuellen Herausforderungen, die tagtäglich, eigentlich sogar stündlich auf den Bundeskanzler einprasseln. Und das ist schon, finde ich, auch eine große Herausforderung. Unter dem Strich, glaube ich, vertrauen die Menschen ihm dann trotzdem. Jetzt haben einige ja die Hoffnung gehabt, auch aus ihren Reihen, dass das Regieren vielleicht etwas leichter werden könnte nach der Niedersachsenwahl, die ein großer Druck war. Jetzt hat man gestern eine angeschlagene FDP erlebt, die gesagt hat, wir müssen uns stärker profilieren und auch die Partner kritisiert hat. Glauben Sie, wie soll das weitergehen in der Ampel? Also ich kann jedem Partner und uns auch selbst immer nur raten, erstmal an sich selbst zu arbeiten. Das ist das Entscheidende. Als vor 3 Jahren Andrea Nahles zurückgetreten war als Partei- und Fraktionsvorsitzende, hat sich die SPD am Riemen gerissen. Wir haben in der Bundestagsfraktion, finde ich, eine sehr beachtliche Arbeit gemacht, die auch die Bundestagswahl gut vorbereitet hat. Und das würde ich auch jedem Partner in der Koalition raten, sich nicht an anderen abzuarbeiten, sondern immer wieder neu zu justieren. Sind die Antworten, die die Partei gibt, die richtige?